Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Politikt. Wir zeigen euch, wie die Politik tickt. Heute behandeln wir ein aktuelles Thema bei Politikt. Wir möchten euch erklären, wann und mit welchen Mitteln der Verfassungsschutz eine Partei beobachten kann. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, gab es in den letzten Wochen in Chemnitz einige Vorfälle. Ein 35-jähriger Mann wurde mutmaßlich von einem Iraker und einem Syrer niedergestochen. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Diese Tat hat dazu geführt, dass in Chemnitz viele verschiedene Gruppen auf den Straßen demonstriert haben. Darunter waren auch Rechtspopulisten, wie beispielsweise die Bürgerbewegung Pro Chemnitz. Am 1. September hat dann die rechtspopulistische AfD zu einem Schweige- bzw. Trauermarsch in Chemnitz aufgerufen, bei dem auch Pegida beteiligt war. Der Fraktionsvorsitzende der AfD Thüringen, Björn Höcke, ist bei diesem Trauermarsch ebenfalls mitgelaufen. Höcke ist Gesicht des rechten AfD-Flügels und steht seit Jahren in der Kritik. Er hat beispielsweise das Holocaust-Denkmal in Berlin als Denkmal der Schande bezeichnet. Mehrere Politiker, unter anderem Katja Kipping, Chefin der Partei Die Linke, sprachen sich daraufhin für eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz aus. Aber was heißt das denn genau? Wir geben euch einen Überblick. Der Verfassungsschutz kann Parteien beobachten, wenn der Verdacht besteht, dass diese die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland gefährden. Das prüft er, indem er Parteiprogramme, Flugblätter oder Internetseiten sammelt und systematisch auswertet. Darüber hinaus kann er sogenannte nachrichtendienstliche Mittel anwenden. Zu diesen Mitteln gehören unter anderem die telefonische Überwachung oder dass Personen eingeschleust werden, um interne Informationen zu sammeln und weiterzugeben. Der Verfassungsschutz beobachtet zum Beispiel die NPD, weil die Partei als rechtsextrem eingestuft wird und 2017 schon mal verboten werden sollte. Bei der Überwachung hat der Verfassungsschutz aber natürlich nicht freie Hand. Ob und wie eine Partei beobachtet wird, entscheidet eine Kommission. Dabei stellen Experten fest, wie der Verfassungsschutz eine Partei beobachtet und sie gleichzeitig am wenigsten in ihrer Arbeit beeinträchtigt. Das heißt, je schwerer der Verdacht gegen eine Partei ist, umso krasser sind auch die Überwachungsmethoden. Der thüringische Verfassungsschutz prüft seit kurzem, ob der Landesverband der AfD in Thüringen beobachtet werden soll. Dies dauert 6 bis 12 Monate. So lange sammeln die Experten Informationen, was aber noch keine Überwachung ist. Die AfD hat die Vorwürfe dementiert und sieht sich als demokratische Partei, die für einen starken Rechtsstaat eintritt. Die Jugendverbände der AfD werden bereits vom Verfassungsschutz in Niedersachsen und Bremen beobachtet. Ob die AfD in Zukunft vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wird sich zeigen. Die Demonstrationen in Chemnitz könnten jedenfalls einige Folgen haben. Das war unsere Folge zum Verfassungsschutz. Wenn ihr weitere Fragen habt, lasst es uns wissen. Gerne könnt ihr unser Video liken oder unseren Kanal abonnieren. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Politikt.